Sag mal, Moni, das hält ja wirklich. Tatsächlich. Liebe Freistadt TV-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Freistadt TV. Ja, die Moni, die hat wieder was ganz Besonderes herausgesucht, nämlich nennt sich das Ganze Multi-Anker. Kannte ich davor auch noch nicht. Und das Ganze ist hier so schön verpackt. Was dieser Multi-Anker aber jetzt kann, das soll euch am besten die Moni erklären. Viel Spaß! Der Multi-Anker ist dafür gedacht, viele Stellplatzfahrer kennen das, wenn der Boden nicht geeignet ist, dort seine Markise fest abzuspannen, kann ich hier mit dem Multi-Anker meinen Markisenfuß anbringen. In den Multi-Anker passen folgende Markisenfüße rein: Thule Omnistor, Fiamma und Dometic. Wie unterscheidet sich der Multi-Anker von der Saugleistung zu anderen Saughaken? Zum einen haben wir hier reines Silikon. Das heißt, hier sind keine Lösungsmittel drin und keine Weichmacher. Das da sehr wichtig ist, dass es hier am Fahrzeug keine schwarzen Ränder gibt. Die Stützlast pro Multi-Anker beträgt 70 Kilo. Normale Sauger sind an der Seite dicker und gerade und der Multi-Anker ist weich und ist gebogen und somit und am Rand dünner und somit hebt er zum Beispiel auch an so einer Kante. Das heißt, ihr setzt ihn an, drückt nach unten und er hebt. Wichtig ist immer, den Multi-Anker nur über diese Nippel abzulösen, weil so ist er wirklich fest dran und wenn ich hier ziehe, dann geht er wieder ab. Wichtig zu beachten ist, der Multi-Anker hebt nicht auf Riffelblech oder auf Punktblech, also nur auf glatte Flächen. Der Durchmesser ist 15 cm. Das Ganze hier ist Fiberglas verstärkt und auch UV-beständig und wurde auch schon bei minus 20 Grad getestet. Es gibt ein paar Punkte vorm Anbringen vom Multi-Anker, auf das man achten sollte. Zum einen das Fahrzeug säubern. Den Multi-Anker kann man auch mit klarem Wasser mal abwaschen, dass er einfach auch fettfrei ist und sauber. Dann, ganz wichtig, immer an einem stabilen Punkt ansetzen, den Saugnopf. Das heißt, nicht bitte auf der Heckgarage mittig, sondern das ist zu weich, sondern immer einen stabilen Punkt am Fahrzeug suchen, ansetzen, runterdrücken. Dann nehme ich meinen Markisenfuß, das schiebt man nach oben, setzt das Ganze hier ein, druckt es nach unten und kann dann die Markise nach oben schieben und festmachen. Und dann ist alles schon fertig. Lösen des Multi-Ankers bitte immer über diesen Nippel. Multi-Anker hat sich dann auch was Tolles noch einfallen lassen, und zwar tolles Zubehör. Das heißt, wenn ich ein Paket Multi-Anker habe, in dem Koffer sind immer zwei drinnen, gibt es zum Beispiel auch den tollen Kleider- oder Wäschetrockner. Das heißt, ich kann hier wunderbar meinen Multi-Anker anbringen und hier alles hinhängen und trocknen. Wenn ich mal etwas Schwereres habe, wie eine nasse Jacke oder so, dann kann ich das Ganze einfach hochmachen, absenken und kann hier zum Beispiel dann auch was hinhängen. Ein weiteres tolles Zubehör ist der Brausehalter. Das heißt, ich habe wieder einen Multi-Anker. Den Adapter für den Brausekopf kann hier meine Brause einhängen und kann dann draußen duschen. Und noch ein weiteres tolles Zubehör ist der einzelne Kleiderhaken, den ich natürlich auch mit den anderen abhängen kann, um wieder was Schweres einzuhängen. Oder dann ganz normal meine Kleidung einzuhängen. Scheint ja auch wirklich zu halten. Ja, liebe Freistadt TV-Freunde, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Moni, lieben Dank. Wieder mal perfekt erklärt für uns. Ja, dieses Zweier-Set, das nehme ich jetzt einfach mal mit, testet es selber und ja, dann sind wir am Ende angelangt. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann gebt uns ein dickes Like oder abonniert uns weiterhin auf YouTube. Viel Spaß noch, euer Thomas Liebscher. Tschüss!
Wenn euch das Video gefallen hat, dann... Dann macht einen Daumen hoch, abonniert und drückt auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.